Warum machten die Eistee? Es ist sehr günstig zu produzieren, die Marge ist hoch und der Markt ist noch nicht gebumst. Das ist eine Selbstkostenkiste. Wow, das Aroma, wow. Das ist auch so fake. Ich bin gerade hier im Labor. Wow, ist der Geschmack gut. Wir haben den Geschmack selber zusammengemischt. Von gar keinem anderen Eistee, so will ich den haben, haben wir das genommen. Wir haben das selbst zusammengemischt. Kann man Wet Peach von Candy Shop eigentlich unterscheiden? Like, ich kann Volvic von Aldi Wasser unterscheiden. Das Miese. Hey, die macht einen mit Alkohol? Ja, ja. Und was sagen die TikTok-Hodgers dazu? Nicht einig. Die TikTok-Hodgers sind sich bei der Sache, die Gelehrten sind sich nicht einig. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Oh, du vergleichst Fana mit Shrizzled. Oxumilla, machst du Shrizzled? Meiner Meinung nach darf sich ein Produkt, was 2% drin hat, nicht Pfirsich nennen. So, Pfirsich-Geschmack. Außer wenn ich es rausbringe. Abatte macht Eis. Ich kotze, Alter. Alles klar, okay, scheiß drauf. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem. Und zwar hier der woke Kollege hier aus Friedrichshain. So ein, das, wie nennt man sowas? Ein Gentrifizierer. Gentrifizierer. Ein Gentleman. Ah, Gentrifizierer. Jemand, der, dieser Dude hier ist der Grund, warum wir keine Wohnung kriegen. Er kommt jetzt hier nach Friedrichshain und guckt sich an. Bro, ich zieh jetzt hier hin. Was machst du dann? Bist gefickt. Nimm deine Graffiti-Dosen und zieh weg. Jetzt sind wir im Wedding wegen dem. Zieht nach Marzahn. Bald, Alter. Dieser Typ wird uns anwoken jetzt. Jetzt gucken wir uns das an. Den Eistee. Das Interessante ist, das ist Trends Platz 2. Bevor sie ihn überhaupt auf den Markt... Florian Reza, ich glanz dich, ey. Ich glaub's nicht, der ist Reza mit Nachnamen. Aber der ist... Aber ist das ein Iran? Ja. Aber das ist eigentlich ein Vorname bei uns. Ja gut, bei uns, ist, ich habe ja auch einen das Nachnamen. Ja, das stimmt auch. Ja. Der ist wahrscheinlich angesmooft. Ja. Der heißt wahrscheinlich, irgendeiner aus der Familie wird Iraner sein. Bisschen, ja. So ein bisschen. Also jetzt nicht mehr, aber früher bis, mal. Bis zu dem Video, ja. Jetzt wogt er uns an von der Seite. ...gebracht hat, wurde über 20 Millionen... 20 Millionen hat die, 20 Millionen Vorbestellung. Ja, selbst wenn du... Selbst wenn du einen Cent daran verdienst, hast du, bist du durch. Aber das handelt sich dann um die Märkte, die das wahrscheinlich vorbestellen. Noch ist es nicht dann verkauft. Ja. So viel ist sich ja verkaufen. Das weiß ich ja nicht. Mal vorbestellt. Wie viele Dosen wir verkaufen? Sonst Angebot und die Dinger sind weg. Ja, irgendwie ja. Keine Ahnung. 20 Millionen. Wie viele? 20 Millionen. Zum Launch ihres Eistees hat Shireen ein Video veröffentlicht, in dem sie für ihr kleines Baby mal so richtig kräftig die Werbetrommel gerührt hat. Denn es ist nicht nur another Eistee. Die Sängerin hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Und deswegen... Die Sängerin. Ist auch die Sängerin. Gut. Aber ist gut. Ist besser als... Ist besser als die Rapperin. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir diese Alu-Cap hier oben drauf geplaced, damit ihr einfach immer wisst, keiner hat da oben drauf gefasst. Ihr könnt daraus trinken, es fühlt sich besser an. Und deswegen liebe ich auch unseren Slogan, stay safe, drink dirty. Schöne Alu-Cap drauf geplaced, aber schützt die wirklich? Stay der Tee wirklich safe? Wir machen den Labortest. Wie dirty ist eigentlich das Geschäft mit den Alu-Dosen? Und warum macht Shireen überhaupt in Eistee? Was ist das Marketing dahinter? Ein Fall für die Foodfinder. Warum macht die überhaupt Eistee? Ja. Warum ist die Banane krumm? Warum ist die Banane krumm? Also Lilly, wie dirty ist die Dose denn überhaupt? Ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Also die Kappe auf dem Dirty wird auf jeden Fall gegen Staub und Schmutz schützen, da bin ich mir sicher. Weil schon bei kurzem Hingucken sieht man halt hier auf diesen ganzen anderen Dosen... Guck mal, ne? Auf diesen Dingern war immer Dreck, alle haben es angefasst, alle haben das beim Transport schon draufgepackt und gewichst, egal. Und wir haben es immer getrunken. Ist einer krank geworden? Da hat noch keiner ein Video darauf gemacht. Hat noch keiner ist krank geworden davon. Scheiß drauf. Das ist halt, das ist wieder diese Übersensibilisierung, aber okay. Ja. Egal. Ich denke, das ist auch, ich denke, ich, also ich kenne das von San Pellegrino. Diese Dosen, die haben das auch. Da habe ich mir aber auch schon mal gedacht, nice, aber ist natürlich halt jetzt umweltverschmutzungsmäßig ist das natürlich krass, ne? Das ist nochmal Alufolie und du weißt, Alufolie ist in der Verarbeitung, in der Dings, ist richtig krass. Es muss eigentlich gar nicht sein. Und wollen jetzt diese politisch sensiblen Menschen einen aufmachen, tut auch auf Cola diese Alufolie? Nein, die wollen machen, warum machst du das überhaupt? Bringt nichts, schätze ich mal. Ja, okay. Okay, das wäre gerecht wert.
ein paar Staubkörner, irgendwelche kleineren Verschmutzungen. Aber was mich ja eigentlich interessiert ist, wie viele Bakterien oder Keime sind denn da drunter? Und deswegen würde ich sagen... Wahrscheinlich exakt dasselbe, wenn nicht sogar mehr, weil durch die Wärme. Ich mache mir jetzt einfach mal random ein paar Dosen zusammen, bring die ins Labor und lass die untersuchen. Dann fangen wir mal an. Das Wichtigste in einem Labor ist natürlich die passende Kleidung. Liebe Grüße an meine Eltern. Endlich macht das Kind was Richtiges. So, dann starten wir mal. Die Abstriche von den Dosen macht Lilly selber. Die Keimuntersuchung führt danach das Labor durch. Für die letzten beiden Tests, die ich ja noch habe, habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar, wenn man mal ehrlich zu sich ist, wenn man sich so eine Dose im Supermarkt kauft, dann habe ich das schon das ein oder andere Mal gemacht, dass man die einfach nimmt und hier mit dem Ärmel einmal so drüber geht. Und bei unserer letzten Dose würde ich einfach mal diese Handschuhe ausziehen und schön mit meiner Hand drüber. Ich meine ganz ehrlich, wer hat das noch nicht gemacht? Wahrscheinlich kommt raus, dass das so die ekelhafteste ist und niemand möchte jemals wieder meine Hände berühren. Fertig. Das sind jetzt meine ganzen Proben. Die bringe ich jetzt ins Labor und lasse sie auf die Gesamtkeimzahl untersuchen. Und ich bin wirklich mega gespannt, was dabei rauskommt und ob die Kappe auf Shirins Eistee was bringt oder nicht. Jetzt ist der Schutz durch Alukappen nicht das Einzige, was Shirin uns verspricht. Auch der Geschmack liegt ihr natürlich am Herzen. Sie ist ja nicht umsonst mit dem Privatjet ins Labor geflogen, um zu schauen, was die Männer in Weiß da so zusammengemixt haben. Die ist wirklich mit Privatjet da hingeflogen. Die, so, weißt du, die macht so voll auf Dings, auf Umwelt und so, und dann fliegt mit Privatjet dahin. Kann sich nicht entscheiden, was wichtiger ist. Ja, ja. Luxus ja, oder die will halt irgendwie doch Kim Kardashian sein, aber die will die Wokeness auch mitnehmen. Die will halt alles gleichzeitig mitnehmen und versteht dabei nicht, es geht nicht. Alles gleichzeitig geht nicht. Die Farben, wow, das Aroma, wow. Wow, wow. Das ist auch so fake. Ich meine, okay, das machen auch alle, aber das war so fake. Ich bin gerade hier im Labor. Wow, ist der Geschmack gut. Wir haben den Geschmack selber zusammengemischt. Von gar keinem anderen Eistee, so will ich den haben, haben wir das genommen. Wir haben das selbst zusammengemischt. Nochmal? Soll ich es nochmal machen? War drin? Wow, also so eine kleine Auswahl habe ich mir auch mal besorgt. Und mit Lilly und Kati mache ich jetzt mal das Experiment. Kann man Wet Peach von Candy Shop eigentlich unterscheiden? Oder wie sie nicht alle heißen? Klirr, klirr, klimper, klimper. Vier Sorten habe ich rausgesucht. Aber, Leute, wisst schon. Wow. Ich feiere seine Eltern einfach. Ey, die haben einfach, die wissen genau, wie der eine Wohnung kriegt. Einfach, ich würde gerne jetzt meine Eltern anrufen und sagen, wieso nicht Florian oder sowas? Philipp. Philipp, das wird mir doch stehen. Philipp. Hallo? Ja, Philipp, mein Name. Genau, ich habe in der Anzeige gesehen, die haben da noch eine Wohnung frei in Prenzlauer Berg. Genau. Ja, ich würde das gerne haben, die Wohnung. Mein Name ist Philipp, wie gesagt. So, tamam. Ich komme dann dahin. Klar, ich sehe nicht aus wie Philipp. Grüße gehen raus an Felix Lobrecht übrigens auch. Kannst du bitte noch einen obligatorischen Thomas Gottschalk-Check machen? Oh Gott. Ha! Das Wichtige ist, dass sie mir sagt, nach was das schmeckt. Ich liebe das jetzt. Pfirsich. Süß. Das ist voll schön. Ich finde es gar nicht so eklig. Also ich finde es schon sau süß, aber... Kennst du diesen Test, wo die sogar teilweise Obst nicht erkennen, weil sie es nicht sehen? Ja. Du kannst das nicht erkennen so gut. Also man denkt ja immer, man würde das rausschmecken, aber die haben teilweise Bananen und Erdbeeren vermischt, wenn du es nicht siehst und wenn man die Konsistenz halt verarbeitet, sodass du nicht am Konsistenz, sondern... Okay. Und dann merkst du es nicht. Das ist, also das Auge spielt echt eine große Rolle. Außer bei mir. Ich kann Cola Zero und normale Cola also sofort rausschmecken. Von Pepsi. Ich bin Boss. Ich kann sogar Cola Light von Cola Zero unterscheiden. Nee, das kann jeder. Das ist nicht schwer. Normale Cola von Cola Zero ist schwer. Bruder. Normale Cola ist schon das Einfachste. Ja. Cola Light, Cola Zero kann ich sofort. Ich kann Wasser zum Beispiel... Von anderem Wasser. Like ich kann Volvic von Aldi Wasser unterscheiden. Das ist miese Sache. Kann man schon trinken, oder? Ja, schmeckt wie so ein klassischer Eistee. Ich bin auch bei Pfirsich. Nummer due. Oh, das ist Pfirsich. Kacke, aber das ist Pfirsich. Ja. Safe. Ja. Wie liegt der auf der Zunge? Ein bisschen pelzig, wie so ein Pfirsich halt. Nummer 3.
Hä, das riecht genauso, Alter. Nein, das riecht total anders. Alkohol, extra dirty. Schmeckt gar nicht gut. Hey, die macht einen mit Alkohol? Ja. Und was sagen die TikTok-Hotchers dazu? Haben die sich schon... Sind nicht einig. Die TikTok-Hotchers sind sich bei der Sache, die Gelehrten sind sich nicht einig, ob das klar geht. Es ist aber, warte mal. Ist das halal geschlachtet, der Alkohol? Haben wir dann geht. Ist es unter 4% geht, glaube ich. Ab 5% ist scheiße. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Eistee mit Alkohol? Weiß nicht, ob das so cool ist bei so einer jungen Zielgruppe auch. Also keine Ahnung, ich trinke ja eh keinen Alkohol, aber... Mango extra dirty. Genau, hau weg. Was ist Nummer 4? Das werden wir jetzt herausfinden. Bitteschön. Das ist Cotton Candy. Das rieche ich. Kennt ihr die? Diese Süßigkeitenpilze? Das schmeckt ekelhaft. Krass süß, krass undefinierbar. Einfach nach einer Süßigkeit als Getränk. Aber nicht... Bevor ihr jetzt gleich die Masken abnehmen dürft, müsst ihr mir bitte noch einmal kurz sagen, was euer Favorit ist. Der mit Alkohol. Eins extra dirty, aber ohne Eistee, das wäre gut. Hör mal. Weiß einer, wie viel Alkohol da drin ist? Einfach ich mal glaube so. Gar nicht so viel, aber... Das ist bestimmt so ein Alkopop-Ding, 6%. Ja, sowas so. Ist es. Aber ja. War sowas nicht, jetzt mal Real Talk, ist sowas nicht wieder voll, sagen wir mal, voll in der Problemzone gewesen? Alkopop war noch mal voll in der Bredouille. Weil das halt so geil, weil das so geil schmeckt nach süß und so, genau. Du den Alkohol nicht schmeckst. Du raffst es ja gar nicht, ja. Also sowas finde ich auch sehr bedenklich, muss ich sagen. Jetzt will jetzt nicht auf Bushidos Vater machen, auf Obervater hier, aber ich bin ja gegen sowas. Ich trinke das eh nicht. Leute, macht, was ihr wollt. Ich trinke keinen Alkohol. Außer Whisky, das ist kein Alkohol. Das ist sauber. Das ist okay. Weil damit kann man auch so die Hände sauber... Oder... Guck mal, oder. Du kannst dich desinfizieren und dir... Das gehört zu Medizin. Darf ich dir eine Weisheit bringen? Bitte. Trink alles, was klar ist. Sag alles, was wahr ist. Wodka ist kein Alkohol. Krass. Du hast gecheckt, Bruder, weil Whisky diese Farbe. Aber Whisky ist wie Schokolade auch. Aber das hat diese Farbe, Bruder. Aber was ist, wenn man Whisky... Warte mal. Wenn man Whisky in ein Glas tut, in Freezer... Und da so einen Stab reintut und raus tut und dann dreht und dann wie Eis ist. Das ist ja Eis. Das ist doch Eis, kein Alkohol. Gänsehaut. Du musst den Chat entscheiden lassen, ja. Nur das Problem ist, das würde nie einfrieren, aber egal. Oder zwei, muss ich fest mich entscheiden? Ist ja beides für sich, ist ja egal. 5% hat der, ey, das ist wirklich viel, ey, ohne Scheiß jetzt. Das Alkopop, aber ich verstehe das nicht, warum sie das, also warum sie das überhaupt rausbringen. Ne, Alkopop ist, glaube ich, bei 8 bis 10 Millionen. Die waren auch so um 5 bis 5 8, ist so ja. Bier, ne? 4 bis 5 ist Bier. Nein, Bier 3,2. Aber okay, aber die amerikanischen Biere, diese mexikanischen, ja, die höher, Desperados, das ist bei 5, das ja. Weiß ich. Okay, ja, ich meine, also... Mein Problem ist nicht, dass jetzt einer Bock hat auf Alkohol. Soll er machen. Mein Problem ist, diese Alkopops hatten ja das Problem, dass sie sehr junge Leute da rankommen so, und das so witzig finden, weil das so süß ist. Das hat so ein bisschen... Wie hat man das nochmal vom Markt gekriegt? Einfach sehr teuer gemacht. Es gab ne? Damals diese Komasaufereien, weißt du noch? Das genau. War so das große Ding. Genau. Und dann haben sie die gebannt eine Zeit lang. Dann waren die verboten man und hat die jetzt sehr, kommen die wieder. Hat man die nicht einfach nur sehr teuer gemacht? Nee, die waren, wir hatten ja damals einen Kiosk, die waren verboten. Ach, die wurden wirklich verboten. Und jetzt ist es irgendwie wieder da. Ja, es ist wie Smirnoff Eis, schreibt Jamin. Ich meinte das auch, ja. Naja, gut. Gott, Alter. So, macht, was ihr wollt. Gebt euch das nur nicht intravenös, ist scheiße. Oh, Bruder, hier wurde gerade Essling-Verbot für mich ausgesprochen. Pass auf, das ist überhaupt nicht das Problem. Das hat überhaupt gar keinen islamischen Hintergrund, worüber wie ich rede. Also nur damit es klar ist, Pass auf, schreibt, die Shirin hat keinen islamischen Hintergrund, deswegen wäre das kein Problem für sie. Das ist mir völlig egal, ob die einen islamischen Hintergrund hat. Ich rede davon, dass ich finde, dass das für Kids nicht cool ist, wie bei Alkopops. Wenn du so ein fancy, ne, es geht darum, es ist so schön bunt und so, wie bei Alkohol, das finde ich problematisch, aber gut. Vor allem hat die halt vorher 3 Geschmäcker rausgebracht ohne Alkohol, dann, genau. Wenn du jetzt mit Alkohol rausbringen, wollen die ganzen Kids das ja auch nochmal ausprobieren. Würde die einen Wodka rausbringen, dann hätte es ja nicht denselben Effekt. Ja, wäre also egal, nur, kann ja machen. Nur darum geht es mir, als andere, würde ich machen. Masken anmachen, ich habe es euch einmal aufgereiht. Nummer 2 für sich. Ey, wir wussten es. Mango! Ja. Das ist extra dirty Mango, Nummer 3. Ja, wenn man überhaupt nichts zum Vergleich hat,
dann wird es schon schwer, da den richtigen Geschmack rauszufinden. Sogar das Wasser zum Neutralisieren hat es, finde ich, nicht besser gemacht. Jetzt lass doch mal wirklich gucken, was da überhaupt drin ist, oder? Vielleicht nehme ich mich diesem an und schau, was drin ist. Exaktamente. Ich werde mir mal die Marketingkampagnen von Dirty anschauen und schauen, wie Shireen dieses Produkt eigentlich auf den Markt geworfen hat und was da so alles dahinter steckt. Dann checke ich mal aus, wie umweltfreundlich eigentlich so eine Dose ist. Kathi und Lilly haben jetzt nicht so ganz rausgeschmeckt, welche Sorten sie da eigentlich getrunken haben. Und geschmeckt hat sie ihn auch nicht so richtig. Aber hey, komm, Geschmäcker sind verschieden. Aber was ist da jetzt eigentlich drin in diesem 500 Milliliter süßen Versprechen? Und wie teuer ist der eigentlich? Diese 500 Milliliter Dose bekommt ihr überall für 1,29 Euro. Ich glaube, ganz ehrlich, respectfully betrachtet, wirklich objektiv betrachtet, das ist ein wirklich sehr, sehr fairer Preis. Das? Naja. Das würde ich mir gerne mal genauer anschauen. Ja, also respectfully. Also, Mann, ganz ehrlich, ne, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass einer ein Produkt rausbringt und offensichtlich läuft es ja auch richtig gut. Ne? Kann man ja nur sagen, Hut ab, geil. Hätte ich auch gern, gib mir so ein Produkt, was geil läuft, freue ich mich. Aber nur, ich tue nicht so, als hätte ich irgendwie so ey, Bruder, ich muss, ich weiß nicht, irgendwie ist das so. Boah, warte mal, das sind ja 500 Milliliter, ne? Ja, aber das ist 1,29. Das ist krass, boah, wow. Oder nein, wie du schreibst, oder Fana 2 Liter, 99 Cent. Ja, aber Fana. Das ist Fana nicht, hat nicht diese Aluminium. Warte mal ganz kurz. Wow, du vergleichst okay. Fana mit Shrizzled. Mit Shrizzled? Nein, okay. Oxymilla, machst du Shrizzled? Weißt du was, Bruder? Ich gebe mir selber Stilleck jetzt. Chat, ich bin 5 Minuten Stilleck. Ich hab's einfach verdient. Was machst du mit uns, ja? Ich hab's einfach verdient. Ich muss raus. Mann, Alter. Wie der redet über Shrizzled. Ein Vergleich, du vergleichst Dings Pizza mit einer guten Pizza. Oh, das ist eine Selbstkostenkiste. Ey, das wäre geil, wenn die gesagt hätte, wir verdienen daran nichts. Das würde so passen zu ihr. Das ist so Rapper-Gelaber. Ja. Ey, wir verdienen daran nichts. Die Dose ist schon 1 Euro. Wallahi, und die Hälfte davon wir spenden. Nein, pass auf, die Dose ist 1 Euro und wir spenden 7 Euro. Von 1,29 spenden wir 7 Euro. Was bleibt da übrig? Nix. Nix. Wir müssen drauf zahlen. Wir zahlen drauf. Das wäre Rapper-Gelaber, Alter. Ihr redet. Und ihr tut gar nichts. So noch Vorwerfe. Ihr spendet gar nichts. Das wäre wirklich, das wäre so ein absolutes Rapper-Gelaber. Das ist ein Selbstkostenexperiment. Hier muss geholfen werden. Ich muss sagen, designtechnisch ehrlich gesagt, ganz cool eigentlich. Ja, das ist halt schön knallbunt, ne? Ja, das ist alles richtig gut. Das machen die schon, die wissen schon, wie das geht. Also, ist das, Frage, wer füllt die eigentlich ab? Ich glaube, Warscheiner. Und einer sagt Krombacher. Ja, einer von diesen großen. Ja, die hat da. Ich glaube, bei Capis Eistee ist das eine kleinere Firma, ist eine lokalere Geschichte, aber das ist so einer der Big Player. Mhm. So. Keine Ahnung, wo jetzt was mehr hängen bleibt und wer den Markt da mehr übernimmt, keine Ahnung. 29, ich glaube ganz ehrlich, respectfully betrachtet. Weißt du, wenn jemand die Wahrheit sagt, macht er die Augen zu dabei. Daran merkst du das immer. Oder sag, ich habe das Video vorher noch nie gesehen. Ich habe das Video noch nie gesehen. Dann ist das die Wahrheit. Guck ja, mal oder bitte. Wenn du Sprachnachricht schickst. Ja. So. Ja. Boah, die Geschmäcker. Unnormal, Bruder. Ja, das ist die aber Wahrheit. Bildschirm ist dunkel. Ich glaube das. Ich verzeihe ihr. Do your thing. Respectfully. Respect. Ihr sagt mal, wie sie respektvoll hat. Guck mal, wie viel Respekt sie hat. Guck mal. Wirklich objektiv betrachtet. Das ist ein wirklich sehr, sehr fairer Preis. Ich glaube nicht mal, dass sie lügt, sondern das ist ihr völlig egal. Ja. Das ist einfach nur Verkaufsgelaber. Aber okay. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Das würde ich mir gerne mal genauer anschauen. Deswegen habe ich mir ein paar Informationen zusammengetragen und mir eine Frau eingeladen, die sich besser. Weißt du, was ich gut finde an Öffentlich-Rechtliche? Dass die ihr scheiß Mac immer überkleben, obwohl sie immer Mac haben. Ja. Bruder, meinst du, wir sind doof? Ey, Bruder, Alter, heftig. Ja, wir haben es verstanden, ihr habt Mac-Rechner. Informationen zusammengetragen. Ah, ja. Ach nee, ist Dell, ist nicht Mac. Was soll diese Überkleberei jedes Mal? Ja, ich weiß, sie dürfen ja keinen ja, so. Ja. Aber boah, da muss man sagen, Respekt am Mac, dass man die immer erkennt irgendwie. Das ist eine gute Idee, wie die es bauen. Fragen und mir eine Frau eingeladen, die sich bestens mit Zutaten und Inhaltsstoffen auskennt. Britta Schautz ist in the house. Hi, was ist da genau drin? Wie setzen sich vielleicht die Preise? Was davon ist cool? Also ich habe außer Dirty alle schon getrunken, mehrmals, muss ich sagen.
Ehrlich gesagt, Dirty habe ich noch nie getrunken. Wenn, dann müsste mir das mal einer gebracht haben. Hast du einen getrunken? Ja, ja. Und? Brattee habe ich getrunken, haben die mir mehrmals geschickt. So. Okay, Brattee ist okay. Fußtee ist Fame, trinke ich ab und zu. Fuse. Ist okay. Fuß, das ist Fuß, wegen Füße. Fuß, nicht, Ruse, Fuß. Nicht Füße, wegen Füße. Fana muss ich sagen, leider, was soll man sagen, hat man fast... schon sehr oft getrunken. Bruder, wir wurden damit groß. Ne? Das Tankstelle halt. Ne? Letzte, das ist die letzte Möglichkeit halt so. Ne? Wenn wir kein Wasser zu Hause hatten, wir hatten Pfanner, Bruder. Wir haben mit Pfanner früher geduscht, war günstiger als Wasser. Bruder, manchmal ja. Ich habe auch meine Haare da. Weil da ist ja auch Shampoo schon drin quasi. Da ist ja so schon Chemie drin. Du kannst ja damit, kannst du dich ja richtig sauber machen. Du kannst ja damit einen rumholen, weil es auch so weich. Ja. Dingens, Madonna hat früher ihre Haare gefärbt, vor Auftritt, immer braun damit. Mit Pfanner, ne? Ja, ja. Weißt du, hast du auch die Doku gesehen? Ja, Bruder, krass. Ich glaube, Fana hat ja auch... Basquiat hat auch Bilder damit, braun. Basquiat, ne? Ja, 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 ich weiß. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich kenne mich aus mit Kunst, ne? Ja, ich hab's und ich glaube, Leonardo da Vinci hat Fana auch damals auch gesagt, fantastisch. Fantastisch, okay. Fana, fantastisch einfach. Leute, der letzte Leonardo, ne, ging eigentlich um darum. Fana. Zusammen und ist der Preis gerechtfertigt? Mhm, was haben wir denn da? Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat. Wasser, Zucker, Pfirsichsaft auf Pfirsichsaftkonzentrat, 2%. Aber ich glaube, das ist nochmal. Also 2%. Ey Bruder, jetzt mal Real Talk, ne? Jetzt nichts gegen jetzt Shirin oder so, ne? Mal generell, ne? Ja, wir reden ja jetzt eh nicht so. Ja, es ist jetzt nicht nur das. Ey, ja, aber ich meine, das ist Eistee, also, was willst du dir? Weißt du so, die Leute tun jetzt auch zu viel auf Film. Aber wie viel ist da drin? Auch 2% Birnensaft. 2% in diesem, das, was alle mögen, so, okay? Weißt du, was 2% bedeutet? 2% ist eine Verarschung. Oder bei so einem Liter ist 2% ja nicht mal ein Tropfen, oder? 2%, Alter. Ey, man muss eigentlich, es geht, weißt du, worum es eigentlich geht? Um diese Lebensmittelregelungen und so, was die dürfen und so. Meiner Meinung nach darf sich ein Produkt, was 2% drin hat, nicht Pfirsich nennen, so Pfirsich-Geschmack. Kannst du nicht nennen. Ist zu wenig. Kannst du mal sehen bei dem? Außer wenn ich es rausbringe, dann dürfte man auch okay. Ohne Pfirsich, man darf es dann Ananas nennen, wenn ich will. Ich glaube, noch weniger. Oder, guck mal, hier wird es noch wilder. Honig, 0,43%. Aber immerhin 4,3, nicht 4,2, wie so ein Opfer. Aber hier ist zum Beispiel Schwarztee 0,2%. 0,2, das nicht mal 1% Schwarztee ist da drin. Das ist mal ein Tropfen. Weißt du, wie die gemacht haben? Das ist so Luft, Bruder, so ein Aerosol. Nein, 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 ich weiß, wie die gemacht haben. Ich schwöre euch, ich weiß genau, wie die gemacht haben. Haben wir einen Tee hier? Nein, 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 pass auf, weißt du, was die gemacht haben? Guck mal, stell dir vor, dieser Fünfer ist so ein Teebeutel, ja. Die haben so einen Eimer, kennt ihr diese Firmeneimer? diese Fabrikeimer, da sind so 70 Milliarden Tonnen Wasser drin. Dann haben die da so diese 2% Dings drin und dann hat einer so gemacht. Guck mal, hat so einer einen Schwarztee-Dingsbeutel von Aldi genommen und guck mal, hier ist das Wasser, hat er so gemacht, guck mal. Nicht mal, nicht, nein, nicht reingetan, nur so, guck mal, nur so. Dann alle so, ey, mach nicht so viel rein. Wir nehmen nur 1,69, du Schwanz. Wir brauchen das noch. Also ja, sorry. Ist schon dunkel geworden. Du Bastard. Du Bastard, ist dunkel geworden. Tu mehr Wasser rein jetzt. Also okay, tu mehr Wasser rein. Du Idiot, nicht das Wasser. Diese vom Klo. Schon bei so viel. Weißt du, was das Hauptding wahrscheinlich da drin sein wird? Zucker. Ja, sehr klar. Aber gibt es da keine Regelungen? Ja, es müsste eigentlich... Nein, doch, es gibt tatsächlich Regeln. Bei Eis gibt es ganz, ganz krasse Regeln. Aber du kannst dir das nicht merken. Ich habe, glaube ich, auch bei diesen Sendungen hier irgendwann mal so ein Ding gesehen, wo Vanilleeis draufsteht, ist nicht Vanille drin, sondern es muss so heißen. Aber wer merkt sich so einen Scheiß? Ich habe es auch gesehen. Auch, dass da keine Sahne drin ist. Ja, ganz genau. Da habe ich mir auch gedacht, okay, gut, dass ich es jetzt weiß, aber ich vergesse es doch gleich wieder. Ja, safe. Dann gehst du hin, du guckst Verpackung, glänzt, du so... Das war eine das ist drauf geil. Als das Bild, ist, das du nimmst. Ja, vor allem habe ich mal, ihr kennt das, diese Orangensaft, was man kauft. Niemals ist Orangensaft so neonorange, wie das da ist. Ja. Das geht nicht. Ja. Ja, wir müssen die Umwelt, die Pharmakonzerne und diese Konzerne, wie heißen die? Lebensmittelkonzerne, die Lebensmittelchemie, Bruder, die kennen jeden Trick. Jeden Trick kennen die. Wie nennt man das noch? Und die nehmen die Gesetze so, guck mal, die nehmen da ein Gesetz so, guck mal. Ach, das ist das Gesetz. Warte mal. Food Engineering.
Das ist Gesetzbending. Man nimmt das Gesetz, macht damit so, wir haben das nicht gebrochen. Nur so umgesmoothed. Food Engineering ist geil. Ich würde gerne in meinem nächsten Leben, werde ich, in meinem nächsten Leben werde ich Food Engineer. Ich hab nichts gemacht. Rat 2%, Schwarzteeextrakt 0,24%, dann haben wir noch Säurungsmittel Zitronensäure, das ist ein Zusatzstoff, natürliches Aroma und Säureregulator Natriumcitrat. Okay, okay, das heißt, es ist ein Eistee, der eigentlich zum großen Teil aus Wasser und Zucker besteht. Wasser, Zucker, dann ein bisschen Pfirsichsaft und wir sehen auch wahrscheinlich, würde das gar nicht reichen, diese 2%, um den Pfirsichgeschmack zu kriegen, denn wir haben natürliches Aroma. Ne? Also das ist viel günstiger, als wenn ich wirklich Pfirsichsaft einsetzen würde. Und ja. Schwarzteeextrakt, das ist natürlich total praktisch. Ich muss nur dieses Extrakt kaufen, muss das mit Wasser aufgießen und das ist in der Herstellung halt sehr, sehr ja, gut handhabbar. Dann würde ich mal zum Vergleich den Kollegen Brati zur Hand nehmen. Da steht jetzt als erstes 89% direkt gebrühter schwarzer Tee. Okay, wow, warte das mal. Das ist krass. Das ist krass, okay. Okay, der hat gerade hochgenommen, der Bruder. Okay, das ist wild. Genau, das ist halt die etwas anstrengendere Variante. Ich müsste den dann brühen und kann nicht einfach mit dem Extrakt und Wasser das schnell einstellen. Und aber ja, der Rest der Zutatenliste sieht ehrlich gesagt sehr ähnlich aus. Das heißt, der ist aufwendiger, weil direkt gebrühter schwarzer Tee kostet aber im Liter fast die Hälfte. Das finde ich jetzt für schon krass. Also ja, der ist deutlich. Das kostet echt die Hälfte. Ich habe dafür noch nie bezahlt, aber krass. Stabil, wirklich stabil. Habe ich schon erwähnt, dass ich für sowas nicht bezahlt habe. Ja, Bruder, du bist Fame. Das Geile an dem Ding ist auch, du hast halt diese Pfandgeschichte nicht. Ne? Du trinkst, schmeißt weg. Ist bei der Dose Pfand dabei? Ja, klar. Bei der Dose, ja klar. Ja, das finde ich auch, das ist ja auch nervig. Also finde ich jetzt auch noch halbe Liter. Du musst das trinken. Das ist krass. Okay, das, wieder verschließbar ist geil. Eigentlich eins der Gründe, warum ich immer Pfanner geholt habe. Wegen wieder verschließbar. Und wenn man Stuff da drin verstecken kann. Günstiger, dabei ist er vielleicht ein bisschen anstrengender. Ansonsten sehe ich hier keine großen... Kapital jetzt, oder? Das ist ja mit Abstand der günstigste. Der kostet jetzt im Liter 50 Cent. Tee-Extrakt steht hier mindestens 1, Aufguss aus schwarzem Tee, Hagebuttentee, bla bla bla, Tee, 1% Pfirsichsaft. Oh, der ist der mieseste. Ja, nee, guck mal, die Shirin David, die hat nur 2% und das ist schon nix, ne? Aber der hat doppelt so viel wie der. Bruder, aus Pfirsichkonzentrat, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Teeextrakt, mindestens 1,2 Gramm. 2 Gramm pro Liter. Und ich glaube, da stand es in Prozent. Ja, ne? Das wäre 0,2. Ja, machen wir uns nichts vor. Es ist einfach. Einfach Wasser mit Wasser Farbe. Mit Zucker, ja. Wasser mit Farbe. 1,2%. Okay, das heißt, hier ist doppelt so viel Teeextrakt drin. Okay, rechtfertigt das vielleicht den hohen Preis? Also, der kostet 5-mal mehr als dieser hier, ne? Ja. Wow. Okay, krass. Boah, der Liter ist 2,58. Ich muss sagen, habe ich gar nicht im... Okay, ich habe keine Ahnung. Ich meine, gut, bei Shirin, da bezahlst du natürlich viel für die Verpackung, die Dose. Es ist halt der Name. Es ist Shirin David. Also die Kids zahlen natürlich auch dafür. Ne? Da darf man nicht vergessen, ist ja klar. Nein, also Teeextrakt ist jetzt keine teure Zutat. Denn ansonsten könnte man auch diesen... Die könnte eigentlich zurzeit Benzin verkaufen. Das ist genauso teuer. Ja. Tee hier nicht so günstig herstellen. Nein, das rechtfertigt den Preis nicht. Okay, das heißt, von den Inhaltsstoffen... Ich muss noch mal gucken. 1,39 bei Brate. 2,58. Was ist denn mit Fusetee? Haben die noch nicht durchgenommen, ne? 2,85. Der ist am teuersten. Sehr teuer. Der ist der teuerste. Der gehört Fusetee Coca-Cola? Coca-Cola. Ah. Aber ich finde, ich sag euch mal meinen Grund, warum. Das war Nesti nebenbei davor. Die haben das gekauft, ne? Weißt du, warum ich Fusetee manchmal trinke? Weil ich mir so ein bisschen so erzähle, mir selbst so ein bisschen verarsche. Ja, weil da weniger Zucker drin ist. Die haben, glaube ich, die Hälfte der Zucker. Und dann denke ich mir so, ja, ist weniger Zucker. Aber es ist am Ende des Tages, trinkst du wahrscheinlich genauso viel. Also man muss ehrlich sein, ich denke, Brati ist, glaube ich, so der qualitativste gerade, ne? Ja, wegen dem Tee. Also Qualität in blind, so, ne? Der Blinde, der Einäugige ist ja. Der Blinde ist unter den eigenen König, so Style, ne? Habe ich jetzt erstmal keinen Grund gefunden, warum der so teuer ist. Nee, also natürlich ein kleines bisschen mehr Teeextrakt, ein kleines bisschen mehr Pfirsichsaft, aber das macht jetzt nicht den Riesenpreisunterschied. Natürlich ist ein fairer Preis auch eine Frage der Perspektive. Ja, wie viel Zeit hat man zum Beispiel auch in die Entwicklung des Produkts gesteckt oder in die... ja gut, gar keine. Überhaupt nicht. Entwicklung der Verpackung. Oh, warte mal, apropos, die Laborergebnisse unserer Stichprobe sind da. Okay. Auf 3 von 8 Dosen wurde eine nicht tolerierbare Anzahl von Keimen gefunden. Unter anderem auch auf der Dose, bei der Lilly mit dem Ärmel
so drüber gewischt hat. Nicht tolerierbar heißt übrigens nicht, dass ihr die Dosen gleich wegwerfen müsst. Aber je höher die Zahl der Bakterienkolonien ist, umso größer die Chance, dass auch gefährliche Keime vorhanden sind. Das Abwischen mit der Hand hat in unserer Stichprobe übrigens keinen Unterschied gemacht. Lilly ist also sauber. Die Ergebnisse der Laboruntersuchung findet ihr übrigens wie alle Quellen in der Infobox. Auf Shireens Dosen mit Aludeckel allerdings wurde eine kaum nennenswerte Anzahl von Keimen entdeckt. Oder wie Shireen sagen würde, "And that's how you stay safe when you drink dirty." Wir können also festhalten, der Aludeckel schützt, zumindest in unserer Stichprobe, die Dose vor Keimen und Bakterien. Das finde ich wirklich cool. Da können sich andere Unternehmen von Shireen wirklich... Krass, also gut zu wissen, weil ich hätte auch gedacht, das macht gar keinen Effekt. Eine Scheibe von abschneiden. Aber nicht nur davon, von ihren unternehmerischen Fähigkeiten ebenfalls. Shireen hat es in kürzester Zeit geschafft, ihren Eistee im gesamten Internet zu promoten. Allein bei der ersten Bestellung hat sie über 20 Millionen Dosen verkauft. 20 Millionen. Da hat es vielleicht geholfen, dass ein paar ihrer Kolleginnen und Kollegen extra für Dirty-Dosen designte Kühlschränke in ihre Videos gestellt haben. Aber wie kommt das jetzt eigentlich? Sogar der Mais hat das gemacht? In Sorden? Die haben wirklich wahrscheinlich jeden geschickt. Ne? Aber das macht ja auch jeder. Also das ist jetzt auch nicht eine Schirin-Debiterfindung. Das ist ja jeder, der Kapi hat das. Man macht halt so, man holt seine Freunde, also man die Reichweite der Reichweiten sozusagen abnutzen, so die Verkettung. Ist ja auch normal, werde ich auch demnächst machen. Aber ich mache so illegal Stuff. Sehr gut. Dass irgendwie Rapper, Creator, Influencer alle in Eistee machen. Habe ich da was verpasst? Das will ich von einem Experten wissen. Matthias Richter führt eine eigene Content-Marketing-Agentur und weiß, wie das Business funktioniert. Produkte, die halt eben in diesen FMCGs, also in diesen Fast-Moving Consumer Goods, kreiert werden, sind quasi das schnellste Merchandise, was man sich vorstellen kann. Also das schnell rotierendste Merchandise, was man kaufen kann. Das heißt, wenn ich mir eine Dose Dirty kaufe, bin ich ein Teil dieses Shirin David Lifestyles. Aber in dem Moment, wo ich die Dose austrinke, ist dieser Lifestyle dann auch wieder weg. Und dadurch muss ich wieder eine neue Dose kaufen, um wieder zurück in diesen Lifestyle zu geraten. Ne? Kann man denn einschätzen? Naja, der überwissenschaftlichisiert das jetzt hier, ne? Bruder, warum machten die Eistee? Es ist sehr günstig zu produzieren, die Marge ist hoch und der Markt ist noch nicht gebumst. Einfacher geht's nicht. Die machen daraus, wir haben hier nur eine PowerPoint-Präsentation. Folgendes hat mein Professor gesagt, es ist der Lifestyle. Und in dem Moment, wo du es austrinkst, wiederholst du den Lifestyle. Es ist eine Endlosschleife. Verstehst du? Du willst dazugehören. Du kennst auch irgendwelche Typen, so wie mein Bruder, die kaufen das einfach, weil die denken, ja, das steht hier und das sieht interessant aus. Ja, oder man will es mal ausprobieren, einmal, weißt du? Ja, Bruder, nein, ey, ich meine, natürlich hat er nicht Unrecht, dass die Leute Teil der Coolheit sein wollen. Gerade auf dem Schulhof willst du natürlich mit deiner Bratte so abhängen, den anderen auch zeigen, du hast es. Das ist immer so. Wahrscheinlich füllen auch irgendwelche Kids, die nicht so viel Kohle haben, das Ding immer wieder mit Wasser auf. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. So etwas haben wir auch gemacht. Weißt du, damit du so immer cool hast. Normal, aber am Ende des Tages, warum machen die Rapper das? Ja, weil Shisha ist schon voll, Tabak ist voll, das ist... Und bei Jay können die nichts mehr verdienen. Ja, genau, es ist ein einfaches Geschäftsmodell, so, fertig. Aber Bruder, bei manchen Rappern gehörst du ja zum Lifestyle, wenn du Jay flex. Ja, Jay, und vor allem muss man sagen, eine Sache muss ich auch nochmal an alle Leute sagen, denkt nicht, dass die Rapper zu Hause sitzen und sich so denken, boah, was machen wir? Und dann eine To-Do-Liste machen, eine Checkliste machen, was passt und dann den Markt abchecken, auch mal im Rewe gucken. Sag mal, was verkauft sich hier eigentlich gut? Das, so arbeiten die aller wenigsten Leute. Die aller meisten Leute, alle, die ihr kennt, das wird bei Shirin genauso sein, wie auch bei, wahrscheinlich bei allen anderen auch, die ihr kennt. Irgendein Abfüller ruft irgendein Label an und sagt, ey, wir würden gerne mit einem guten Gesicht ein Eistee machen. Wen hättet ihr denn da? Ja, Kapi verkauft sich gut, der verkauft sich, ja, so funktioniert das. Und dann connectet man. Also das ist eigentlich eher der Weg. Es ist genau wie bei Tabak. Vielleicht gibt es einen Rapper, der sich das mal überlegt hat. Aber alle Tabakproduzenten suchen sich die ganze Zeit die Gesichter. Weil, weißt du, die machen keine Wissenschaft drauf, wie der hier jetzt, weißt du? Weil die kennen den Markt, weißt du, die wissen, was gehen würde. Also, nee, so, Ravi schreibt, viele haben bei Tabak bestimmt denselben. 100%. Ich kenne mich nicht so gut aus, max drei Produzenten. Ich habe gestern noch mit jemandem länger telefoniert, der denselben, egal, auf jeden Fall hat man alle, also man kennt sich, sind drei oder vier Großproduzenten, das war's. Das ist ja bei allem so. Es gibt ja auch Merch-Seiten, die alle machen, fast alle T-Shirts oder so. Genau so ist das.
Wie viel Creator wie Shireen neben dem... Bei einer schreibt, was ist mit Blue Snitch Tabak? Ist 100%, ist derselbe Tabakhersteller, wie auch andere das machen. Der hat sich halt überlegt, ey, Bushido, guter Name, vielleicht können wir da noch was draus machen. Das ist einfach so, und Leute. Das ist genauso wie fast allen Merchern ist das so. Musik mit solchen Produkten verdienen? Die Frage ist, also welchen Anteil hat Merchandise am Gesamtumsatz eines Künstlers? Dann würde ich sagen, inzwischen mindestens die Hälfte. Jetzt ist es ja auch so, dass... Das ist so ein Quatschfug, ne? Die holen so einen Experten, der... Ich glaube, Merchandise hat er gesagt, die Hälfte, ne? Das ist so, Bruder, der Typ sieht aus, als ob der gerade seine Uni beendet hat. Was holen die denn, weißt du? Warum holen die nicht jemanden, der ein paar Rapper oder ein paar Leute aus dem Game schon gemanagt hat oder weiß? Ich würde sagen, das ist bei jedem anders. Das ist überhaupt nicht klar. Das ist gar nicht sagbar. Weil er einfach pauschal 50% sagt, witzig, Alter. Ich kenne Leute, die machen Musik nur noch wegen dem Namen. Die verdienen an Musik gar nichts mehr, nur noch Merch. Es gibt Leute, die verdienen am Merchandise gar nichts. Leute, die verdienen größtenteils mit Konzerten was. Also, ja, aber das ist ja nochmal eine ganz andere. Ja, also, ich würde sagen 50%. Ja, einfach für so ein YouTube-Video, knallt geil. So auf den, so witzig, dass er auch wirklich, man muss sagen, für den Mainstream-Dude sieht er wahrscheinlich wirklich aus wie so eine krasse Agentur. Bruder, der hat, siehst du nicht, zwei Pflanzen hinter sich. Ja, Agentur. Vor allem sehen die beiden einfach exakt gleich aus. Guck mal, das stimmt, Pflanze, die Video, Präsenz, Hintergrund. Bruder, guck dir mal diese Aufmachung von ihm und die Aufmachung hier. Video, das, Pflanze, so ein Bruder, bisschen. Ist das nicht einfach der mit Bart und einer? Das ist einfach derselbe Mensch, ich schwör's dir. Warte mal. Ey, das ist krass, das ist derselbe Dude. Die haben Deepfake gemacht, Bruder. Ich find's krass, das ist einfach ZDF, als ob die nicht jemanden finden, ja, der wirklich irgendwie in diesem Thema drin ist. Bruder, die könnten so voll locker Leute, die könnten voll locker Leute finden, die vor allem ist zum Beispiel jemanden mal wie dich oder so. Die Antwort ist aber auch einfach viel zu pauschal, als ob man das so sagen kann. So. Es ist völlig schwach. Mark Foster. Es gibt einfach voll den Unterschied zwischen Rappern, die seit 10 Jahren dabei sind und Rappern, die seit 2 Jahren dabei sind. Weißt du, wo Merch eine Rolle spielt, du kannst mit 2 Jahren dabei sein, mit 3 Jahren dabei sein, doch nicht 50% Merch machen, du machst gar nichts mit Merch. Also ein Merchandise, außerhalb jetzt mal vielleicht ein T-Shirt oder ein Tour-Shirt, so, du kannst kein Eistee rausbringen nach 2 Jahren, weißt du? So, das ist, du musst schon, das ist, ach, Bruder, einfach so, mit Mark Forster-Fans. Shireen ihren Eistee zum Beispiel in speziell designten Kühlschränken an befreundete Influencer und Musiker geschickt hat. Bezahlt dafür jemand, dass das bei anderen in Videos auftaucht oder schiebt man sich das so hin und her? Wie funktioniert das? Gerade bei Influencern ist Cross-Promotion extrem wichtig und die meisten unterstützen sich auch Cross-Promotion gegenseitig. Meistens ist es wirklich einfach diese Begriffe, ich habe die damals in so einem wie werde ich auf Facebook berühmt Dingbuch habe ich hier gelesen. You have to make Cross-Promotion. Always cross-promotion. Ja, ich will mal sehen, was er dazu sagt. Also das interessiert mich mehr als dieser Eistee. Wen holen die da? Richtig. Und die meisten unterstützen sich auch gegenseitig. Meistens ist es wirklich einfach eine WhatsApp oder halt ein kurzer Sprachanruf. Gleichzeitig gibt es natürlich in den... Ja, das stimmt. Vor allem fließt da eigentlich auch kein Geld. Also die Leute, die denken auch oft, wir machen Brat-Tee-Werbung oder so, als ich das bekommen habe, für Geld und so. Das ist nicht so. Aber natürlich würde ich sagen, sind wir mit dem... Also, klar gibt es Freunde, ne, aber mit den meisten bist du jetzt nicht so todesbefreundet. Man ist kollegial, man ist Szene so und dann weiß man ja auch, ey, wenn ich was mache, dann wird er das entgegen. Also es ist dann, ich würde jetzt sagen, es fließt kein Geld, aber es ist ja irgendwie schon was wert auf jeden Fall. Ne? Es ist viel wert und dann gibt es einen Austausch. Ja. Dadurch entstehen übrigens die größten Streitereien in der Szene, weil man den Wert immer anders einschätzt als der andere. Ich habe doch was für dich gemacht, das und das. Kennst du? Ja, klar. Weißt du, weil es keine Verträge gibt, es gibt Handschläge und es gibt auch im Feature-Bereich diese Sachen. Ja, ich habe doch auch was für dein Album gemacht. Ja, aber du hast mir keinen Hit gemacht. Bei dir haben wir Hit gemacht. Bei mir hast du hingeschissen. Weißt du? Der eine meint, wir haben den... Also das ist ein dafür gibt es immer die meisten Probleme in der Hip-Hop-Szene. Weil die nie richtig miteinander kommunizieren, sondern immer Bruder-Business machen. Verschiedenen Szenen des Influencer-Creator-Marketings, eben auch verschiedene Gruppen, in denen man letztendlich auch sowas rein
posten kann, darf. Gut, das heißt, wir wissen jetzt, unsere getesteten Dosen waren keimfrei und in dem Moment, wo ich den Eistee trinke, werde ich zu Shireen. Ich bin im Endeffekt dirty, dirty ist ich. Aber an einem Aspekt kommen wir nicht vorbei. Wir haben jetzt über Zutaten, über Preise, über Vermarktung, über Hygiene gesprochen. Aber über die Dose, die Verpackung an sich, haben wir noch nicht gesprochen. Die Aludose ist für Shireen quasi alternativlos. Aludosen werden in Deutschland zu 97% recycelt. Deswegen habe ich mich für diese Dose entschieden. Es ist ein... Auch das, weißt du, die, erstmal muss ich sagen, die haben aus dem Eistee eine Verschwörungstheorie gemacht, muss man auch sagen, das stimmt. Und die wird auch die Aludose nicht selbst gemacht haben und die wird es auch nicht aus dem Grund gemacht haben. Die Wahrheit ist ganz easy. Die werden sich angeguckt haben, was machen die anderen, was macht Kapi, er ist die Nummer 1 Eistee gerade, also vor allem aus der Rap-Szene und so, was macht er, der macht diesen Karton, also können wir keinen Karton machen. Er und diese 4Bro übrigens, was auch ein Gamer ist, übrigens wird der ganze Eistee, meiner Meinung nach haben 4Bro das auf den Markt gebracht, so dieses, so auf eigenes, dieses Merch-Eistee, ich glaube, das waren die so zuerst, die haben dann auch ein paar Rapper und Influencer gefragt wegen Promo. Dadurch sind Rapper wahrscheinlich auf die Idee gekommen oder andere Abfüller auf die Idee kommen, lass uns das auch selbst machen. So, das ist immer so, es gibt ja immer einen Kunden, einen Patient X. So, meiner Meinung nach sind die das, aber ist ja egal. Dann wird Shireen und das Team um Krommacher oder wie die heißen, die haben sich dann überlegt haben, okay, was haben wir so für Möglichkeiten? Dose, ja, so eine große Dose, wie so die, das ist ja die 1-1, die Monster Energy Dose, so. Oder auch von Arizona die Dose, ja, genau. Also ich finde, ich kritisiere das nicht, Leute, ich sage nur, so ist das gelaufen, die brauchen nicht so tun. Ich finde, weil 99%, das ist wahrscheinlich ein nicer Benefit, aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist immer das Marketing. Die werden nie sich gegen Marketing stellen, weil es besser ist für die Umwelt. Nie. Ja, die werden das immer das günstigste nehmen, Marketing und das günstigste ist das Nummer 1. Wenn es dann noch irgendwie Umwelt, Grün und bla und dann, dann ist das natürlich das Wichtigste in unserem Leben. Ich glaube, das hätte sie bei allem sagen können. Hätten die jetzt keine Dose, sondern Pappdinger gehabt. Hätte sie das Umwelt besser und Pappe, bla. Na klar. Daher, also auch kein Vorwurf an sie. Das ist noch, ihr wisst, ich mag die nicht, aber das ist jetzt kein Vorwurf. Es ist einfach so, jeder muss seinen Shit verkaufen, es ist Verkaufsgelaber, ich analysiere das ein bisschen, aber wahrscheinlich würde ich da sitzen und genau dasselbe sagen. Also, ne, es ist normal. Einfach der böse Tee. Böse Mann kommt, böse Mann trinkt. Oh. Ey, der müsste so Werbung machen, böse Mann trinkt. Beste. Spitzfußstellung. Weg für ein neues Produkt. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Ich saß heute mit Kartell, Walla. Und vor allem schmeckt einfach alles, was gekühlt wird, aus Dosen immer besser. Und wir wissen es einfach alle. Ist die Aludose wirklich die beste Verpackung für einen Eist? Also der Ibisch schreibt, das ist falsch. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Geht nicht nur um das günstigste Produkt. Bei wem denn jetzt? Du meinst jetzt bei Shireen oder generell? Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, weil man damit besser verkaufen kann. Ich glaube, die allermeisten sind nicht wirklich ehrlich. Das Greenwashing. Dieses Greenwashing betreiben alle. Ibis schreibt beim Verbraucher. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, selbst das ist eine heuchlerische Art. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass der Verbraucher mehr darauf achtet. Deswegen benutzt man das auch. Ich glaube aber nicht, dass Shireen jetzt eine Dose genommen hat, weil das geiler ist für die Umwelt. Das glaube ich nicht. Vor allem ihre Zielgruppe nicht. Die sind so jung, als ob die... Ihre Zielgruppe, glaube ich halt auch nicht. Aber du, ich finde diese ganze auch Nachhaltigkeitstalk zum Beispiel, guck mal, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein Mini-Beispiel. Und ey, ich will überhaupt nicht damit sagen, dass ich, also ne, wenn ich so etwas sage, will ich nicht damit sagen, ey, ich bin der Beste, ich bin Weltverbesserer, ich mache das richtig. Überhaupt nicht. Ich bin ein sehr gut aussehender Typ, besser als er. Er spielt Safe. Hauptrolle in Serie, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Bösemann kommt, Bösemann zieht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, zum Beispiel, nimm eine Avocado, ja? Avocados haben in den letzten Jahren voll den Superhype bekommen, als Superfood, ja, gelten als gesund. In der ganzen Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Szene ohne Avocado kannst du ein Tinder-Date vergessen, so Standard. So. Habe gelesen vor kurzem, eine Avocado braucht von Anfang bis zur Reife 1000 Liter Wasser. So, geh und sag jetzt schon mal gar nicht, was es kostet, die zu uns zu bringen, ja. So, warte ganz kurz. Hier, zwei Avocado mit Flink, bitte.
bestellt. Ich hatte 2 Avocado mit Flink bestellt, Bro. Dings, was wir noch reden wollten, kurz. So läuft das. Also nur, dass ihr wisst, Leute, und das nur Avocado. Lasst uns nicht über die ganzen anderen. Also, plus also, diese ganze Unterdrückung, die betrieben wird, ja, hier von all die Lidl. Sowieso. Unser Kaffee ist aber fair. Unser Kaffee, der jetzt kommt, ist fair. Da, also wir unterdrücken die Leute nicht so, also schon auch, aber nicht so hart. Wir sagen so. Oder wart ihr mit Kartell-Meeting? 20 Männer auf Gesicht mit Waffen? Es waren 20 Männer auf Gesicht. Wallah. Wallah, ich habe alle auf Englisch beruhigt. Hey, weißt du, wie das ist, mit Kartell am Tisch zu sitzen? 19 Leute mit Knarre im Gesicht. Wallah, ich dachte, es ist vorbei jetzt. Wenn 20 Leute mit Knarre auf Gesicht standen. Auf Gesicht, das ist so geil. Ich liebe das, wenn dieser Deutsche das vorliest, so dieser Redakteur. Mit denselben Rechtschreibfehlern. So. Er liest Rechtschreibfehler mit vor. Die waren auf Gesicht, Bruder. Film, Bruder. Guck mal, Aras, der Beste. Wieso lacht jeder über die Kartellsache? Das ist eigentlich witziger als alles andere. Wieso lachst du über Kartellsache? Er nimmt das ernst. Wallah, Bruder. Aras, ich sag's dir. 19 Leute waren in Gesicht. Wir haben Wallah alle auf Französisch beruhigt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir labern hier viel Blödsinn, nur dass ihr wisst, was meiner Meinung nach ist. Meine Meinung nach ist, macht euer Ding, versucht natürlich so umweltfreundlich wie möglich zu sein und so. Versucht aber nicht Gangzeichen zu machen, wenn es keine Hip-Hop-Sendung ist. Das wäre nicht cool. Das wäre nicht Greenwashing. Das ist Hip-Hop-Washing. Darüber will ich jetzt mal mit einer Expertin sprechen, und zwar mit Frau Cheng vom Verpackungsinstitut. Shireen sagt jetzt, eine Dose ist zu 97% recycelbar. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also die Dose an sich wäre eigentlich zu 100%. Ja, das ist auch nicht ihre Info, weiß sie auch nicht. Das wird man ihr, ja, da wird sie nicht lügen, das wird man ihr gesagt haben. Das wäre aber auch krass, wenn das nicht stimmt. Nicht. Nur 30%. Nur 30%. Was? Ja, dann lass mal nochmal gucken. Recycelbar. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also die Dose an sich wäre eigentlich zu 100% recycelbar, wenn Sie aber jetzt an die Lacke denken, die da mit drin sind. Das sind so die 3%, die nicht recycelt werden, genau. Jetzt gibt es ja Mehrweg, Einweg, Pappkarton, Glas, Dose und so. Was glaubt ihr ist das Beste? Ich glaube, Karton ist das Beste für Umwelt. Was meint ihr? Natürlich, ja. Ich glaube, Karton, dann Dose. Plastik ist das Schlimmste eigentlich, ne? Obwohl, was mit Flasche? Was mit Glas? Ja, Plastik ist das Schlimmste. Ey, ist auch das Ungesündeste übrigens, ne? Ich glaube, Tetrapack ist das Beste. Und ich glaube, ja doch, Tetra, safe. Viele schreiben auch Glas. Das Problem mit Glas ist natürlich kein Bock, das zu schleppen. Weißt du, was ich meine? Schau mal auf alles. Bruder, was mit Umwelt? Ja? Meinst du, Umwelt will auch nicht, dass ich das schleppe? Ich habe mal gelesen, wirklich wahr, dass wenn du jetzt so ein Alufolie-Stück im Wald wegwirfst, ne, die Umwelt 10.000 Jahre dafür braucht, um das sozusagen von sich aus... Alu ist krank. Alu, nur Alufolie. Deswegen, wenn du nächstes Mal Blech rauchst, ne, kannst du das nicht versuchen. Oder weißt du was, Kanaken, du weißt du damals, wo Shisha noch mit Folie... Ja, mit Blech, ja, mit Folie. Die haben 6 Millionen Jahre die Dings vergiftet. Die rauchen auch voll lange. Viele verschiedene Möglichkeiten, um Getränke zu verpacken. Aber welche ist da denn jetzt die umweltfreundlichste? Wie sähe hier denn so ein Ranking aus? Diese ganzen Verpackungslösungen haben Vor- und Nachteile. Das heißt, ein Ranking ist in dem Moment recht schwer. Die Dose ist energieintensiv bei der Produktion, kann aber, was für die Dose spricht, eben dadurch, dass der Materialverlust zu gering ist bei der Wiederverwendung, ist sie aus meiner Sicht gut weit vorn. Frau Cheng, jetzt gibt es ja so viele verschiedene Verpackungsmöglichkeiten für Getränke. Aber welche ist denn jetzt die umweltfreundlichste? Wie sehe hier so ein Ranking aus? Wir gehen davon aus grundsätzlich, dass jede Verpackung eigentlich per se umweltfreundlich ist, weil sie einen... Was ist per se? Aus grundsätzlich, dass jede Verpackung eigentlich per se umweltfreundlich ist, weil sie ein Produkt schützt. Wenn das Produkt keine Verpackung hat, ist der ökologische Schaden ungleich größer, wenn es beschädigt wird. Das heißt, Verpacken ist für uns schon mal Umweltschutz. Vom Verpackungsinstitut bekommen wir jetzt also keine klare Aussage zu dem Thema, wie sich die Dose gegenüber Glas... Verpackung ist Umweltschutz. Also nur besser wäre, wenn man zum Rewe geht und so macht. Ja. Oh, ein bisschen Eis hier mit. Aber dann siehst du ja, wenn das so... Nur ein bisschen Pfirsich mit? Ich habe mein Kamel mitgebracht. Mach mal den Mund auf, gib dir Pfirsich. Weißt du, wie beim Joint, wenn man sie im Kopf gibt. So, nimm... Ich hab ein bisschen Dirty von Shirin David. Willst du ein bisschen haben?
Bruder, also. Ich weiß auch nicht, was man macht. Aber dann siehst du ja, dann ist es ja wirklich nur Marketing. Das ist nur Marketing. Das ist scheißegal. Ja. Also im Prinzip hat sie gesagt, alles gleich, ne? Ja, ja. Plus, minus, alles gleich. Ja, gut. Weißt du, was ich geil finde mit Asbest? Das fände ich geil. Asbest. Wenn das so krebserregend ist. Weißt du warum? Das ist dann krass. Dann, guck mal, mein Eistee wäre krass krebserregend und dann, wenn du es trinkst, dann würde ich sagen, trink es schnell. Nicht, dass du dich. Also heißt deiner Pesti. Boah! Marketing. Ja. Außerdem würden alle drüber reden, dann würde ich bei Markus Lanz sitzen und so machen. Wir wussten das damals nicht. Und dann würde er sagen, ja, dein Eistee bringt Krebs. Und so, wir wussten das damals nicht. Boom, in aller Munde. Werbung. Bruder, saßt du schon mal mit Cartell an einen Tisch? Ich habe alle beruhigt auf Spanisch. Auf Iranisch. Ich habe alle auf Iranisch beruhigt. Du musst dann bei Lanz dieselben Ausreden bringen, die der Finn gebracht hat. So, ich habe damit nichts zu tun. Ich würde sagen, Aspartan ist eine Selbstkostenkiste. Wir haben, ey, ohne Scheiß, Alter. Wer will schon ewig leben, Lanz? Mehrweg Einweg verhält. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass das Deutsche Verpackungsinstitut die Interessensvertretung der deutschen Lebensmittel- und Verpackungsunternehmen ist. Ich würde sagen, wir holen uns noch eine zweite Stimme dazu. Thomas Fischer, Experte für Kreislaufwirtschaft von der Deutschen Umwelthilfe. Was sagen Sie? Die sagen so, ja, die arbeiten für Aldi und sowas. Deswegen holen wir uns eine zweite Meinung. Wirklich? Einfach die Arme. Kann ich gehört, ey, krass. Ein Verein, der aus der Naturschutzorganisation BUND hervorgegangen ist. Herr Fischer, jetzt gibt es hier ja so viele Verpackungsvarianten für Getränke, aber was ist denn die umweltfreundlichste? Also wie sähe hier denn so ein Ranking aus? Getränkedose und Einwegglas sind die mit Abstand unökologischsten Getränkeverpackungen. Also die umweltfreundlichste Getränkeverpackung sind regionale Mehrwegflaschen. Völlig klar, das bestätigen alle bisherigen Ökobilanzen. Woran liegt das? Mehrwegflaschen, insbesondere solche aus Glas, können bis zu 50 Mal oder sogar mehr wiederverwendet werden. Und der andere Punkt, der hinzukommt, ist, dass Mehrwegflaschen ganz überwiegend regional vertrieben werden. Das bedeutet, kurze Transportwege, häufige Wiederverwendung und das macht die regionalen Mehrwegflaschen zur umweltfreundlichsten Getränkeverpackung. Das heißt, die Dose ist für Sie keine Option? Der Schmelzpunkt von Aluminium liegt bei 660 Grad. Das verdeutlicht jedem, wie viel Energie dort reingepumpt werden muss und das ist natürlich nicht umweltfreundlich. Ja, aber warte mal. Was er jetzt nicht versteht, ist, also man kann ja, haben wir eine Dose hier oder sowas? Haben wir irgendwas Dosiges hier? Gib mal bitte die Flasche, die Klarflasche. Guck mal, jetzt mal ohne Scheiß. Er sagt jetzt, Dose ist nicht krass, ne? Aber warte mal, man kann, also wenn das jetzt die Dose ist, ne? Man kann die Dose nehmen, zum Beispiel ein Loch machen hier, vorne auf Alu ein bisschen Base, man kann Crackbasen. Das fängt Plastik. Er denkt jetzt, ja. Er denkt so eindimensional. Er berechnet nicht mit, dass man mit Shirin Tee auch crackbasen kann. Oder, und da können sogar 30 Leute von basen. Weil das hat ja einen Schmelzpunkt von 600 Grad und so ein Feuerzeug hat doch gerade mal 50. Ja, ne, da passiert auch nichts. Diese Flasche, wenn das einmal krass machst, zweimal ist durch, weißt du, das Loch zu groß. Krass. Und man kann kein... Hier ist nebenbei unser Base-Experte, Frankfurt Dingens. Warum? Du bist doch aus Frankfurt. Wie ja, based man da auf Dirty? Based man auf Dirty? Aber nur für den Shirin-Lifestyle. Scheiße, Alter. Freundlich. Und das Produkt wird noch unökologischer durch diesen Aluminiumdeckel, der damit oben drauf ist. Selbst leise, wenn dieser Deckel recycelt wird, muss er eingeschmolzen werden. Und auch das Recycling frisst viel Energie. Die Dose ist aus Umweltgesichtspunkten keine Option, gehört zu den umweltschädlichsten Getränkeverpackungen. Davon sollte man tunlichst. Also die Folie oben drauf, das habe ich ja schon vorhin gesagt, das war klar. Es gehört zu den umweltunfreundlichsten Verpackungen, Alufolie. Aber damit kann man am miesesten basen. Das stimmt. Wenn man muss Löcher machen, dann kann man Shisha rauchen damit. Mit Dirty. Hey. Spaß beiseite. Früher haben immer Junkies bei uns im Kiosk Milka-Schokolade gekauft, wo die noch diese Alufolie hatten. Na ja, klar. Immer wegen der Alufolie. Ja, klar. Insider, jetzt wisst ihr auch mit Cartell, Mattel. Finger lassen. Ich glaube, was wir nach diesem Gespräch festhalten können, ist, wäre es Shirin um eine umweltfreundliche Verpackung gegangen, hätte sie eine andere wählen müssen. Sag ich doch. Also die hat ein paar Sachen gesagt, die stimmen und so, aber darum ging es ihr nie. Es ging ihr nur darum, auf dem Markt anders zu kommen als andere. Es ging um Marketing. Klar.
Wir können also zusammenfassen, die Zutaten im Dirty sind wirklich nichts Besonderes. Man bekommt ähnliche Eistees schon für deutlich weniger Geld. Der Aludeckel bringt was, zumindest in unserer Stichprobe, auch wenn die Dose nicht die nachhaltigste Verpackung ist. Aber am Ende ist der Eistee das perfekte Merch-Produkt. Es ist billig herzustellen, du kannst es wunderbar bedrucken und man muss es ständig nachkaufen. Und nicht nur Shireen David hat das verstanden. Im Supermarkt finden wir eine ganze Reihe von Eistees. Von Haftbefehl, von Capital Bra. Der hat sogar eine eigene Pizza, genauso wie der YouTuber. Ja, der Haftbefehl, das ist nicht vergleichbar, weil der nur eine Sorte ist bei einer Kette. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, ich kenne doch, bei uns gibt es überall. Ich laufe da überall. Also Pizza, für die habe ich ja einen Werbeclip gedreht. Die sehe ich aber gar nicht mehr. Ich sehe die, habe ich gestern noch gesagt, als wir im Rewe oder so waren, habe ich gesagt, gibt es die gar nicht mehr? Stimmt, ja. Über Luca. Und wir haben uns gedacht, da muss doch nicht Schluss sein. Es gibt doch einen Kronkrafter. Ja, das war auch geil. Bei dem war so deine eigene Pizza, genauso wie der YouTuber Luca. Und wir. Boah, das ist einer der ich will nicht haten, nachher lernt man kennen und dann sagt man, ist nett, ne? Aber meistens wurde das einer der YouTuber, die ich in meinem Leben nicht sehen muss. Mein Bruder guckt seine Videos. Oh, mein Bruder ist aber 9. Ja, meine ich ja. Der ist mir einmal aufgefallen im Leben, als er ein Video gemacht hat. Dieser Club-Sache. Wegen der Club-Sache. Ey, die war echt geil. Ey, das war so fremdschämend, dass ich nicht zu Ende gucken konnte. Aber es hat ein Gänsehaut bei mir gemacht. Ne, das war wirklich krass. Ich muss den wirklich nicht kennen, Alter. Und dann macht das sind auch solche YouTuber, die so sehr aufgeregt, sehr laut, sehr durchdrehen und so. Das ist ein Kliman. Ja, ja. Wir haben uns gedacht. Konkraf, der dritte Gustavo Gusso Pizza ist ein Traum für Mäuse und Vegetarier. Mäuse? Da muss doch nicht Schluss sein. Es gibt doch noch eine ganze Reihe von Produkten, die man beinfluenzen kann. Wir präsentieren die Elevator Pitches. Skincare und Snacken, die heilige Zweifaltigkeit, nur ohne Falten natürlich. Bibi geht den nächstlogischen Schritt und bringt einen neuen Duschschaum auf den Markt, den man essen kann. Ach so, das ist jetzt deren so Idee, so aus Spaß. Ja. Boah, das ist so cringe. Die machen gerade andere Sachen zu tun. Die machen vor allem gerade das Video kaputt. Die haben ein cooles Video gemacht, so ein bisschen. Das ist so dieser ganz cringige Funk. Ja, leider. Todes der Allmann-Funk-Humor. Ich weiß schon, warum die uns keinen Funk geben, kein Funk-Money geben. Die haben bis hier ein cooles Video gemacht. Ne? Das haben wir uns gerne angeschaut. Ihr habt sogar Wissen vermittelt. Und jetzt macht ihr, warum scheißt ihr jetzt so rein? Ihr seid keine YouTube-Comedians. Ihr müsst das nicht machen. Warum werden Perser nur bei euch Funkmoney kriegen, wenn die deutschen Namen haben? Warum? Das will ich jetzt geklärt haben. Ruft diese Verpackungsexpertin an, die soll das sagen. Lieben wir. Die beiden pitchen hier im Aufzug, aber Apache macht Eis. Apache macht Eis. Kotze, ja. Ich kotze, Alter. Das ist ein Bild. Aus diesem Bild muss man ein Poster machen. Dann weißt du, wo unser Funkgeld hingeht. Wie gesagt, bisher war das Video ja ganz cool. Was soll denn das jetzt? Für wen machen die das? Also, die glauben wirklich, dass sie Zuschauer so jung sind, dass sie das nochmal lustig finden. Ich werde. Aber so junge Leute gucken doch solche Videos nicht. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, Perser kriegen kein Funkmoney. Merkt euch diesen Rassismus. Nur wenn die deutschen Namen haben. Hey Kids, na? Wieder im Park? Die Sonne scheint, das Herz lacht. Und Knorki hat 3 Hülsenfrüchte mitgebracht. Es ist nicht Sterni, es ist nicht Jeber, es ist die Plörre mit dem geilen Flavor. Dagi Bier, Kajal-infused Bier. Das ist Schönheit von innen. Lass das bitte. Jetzt in die beste Idee mit einem Kommentar unter diesem in einem Supermarkt. Ja, Mann, das auch nach diesem Video sollte euch klar sein. Wetten wir, ich guck runter und da sind die Kommentare haben das voll aufgegriffen. Ja, Dicker, Alter. Gutes Format, macht richtig Y-Food. Endlich hat der lustige Mann neben Legi auch ein eigenes Format. Ja gut, die kennen die auch noch so. Wow, fuck, wir sind gefickt. Gutes Video, so ein Video wünsche ich mir unbedingt mit Y-Food. Ach so, dieses Y-Food-Getränk. Ah, ja, ja. Das hat aber schon auf TikTok jemand komplett auseinandergenommen, dieses Y-Food. Ja, habe ich auch gesehen, ja, ja. Ich muss sagen, ich habe ein paar Mal Y-Food schon geholt, weil ich einfach Bock habe auf den Geschmack so. Aber ich muss sagen, dieses dickflüssige, ne, so. Ja, genau, ich hätte einfach Bock drauf. Ne? Ich mache das Video weg, ne? Ich wollte nur sagen, dieses Y-Food, ne? Ich hätte einfach mal Bock auf diese Bananendickflüssigkeit. Aber ich muss sagen,
Oder das da merkst du ist das auch gleichzeitig. Ja, ist es auch Bananen, so. Bananen, Dickflüssigkeiten ja. Und so. Aber ich liebe Bananen im Erstmal, Bruder, erstmal